Liebes Publikum des diesjährigen Transit-Festivals, mein Name ist Johannes Maria Schmidt. Ich habe Regie geführt bei Neubau, der Film, der im Rahmen von Cinema Utopia gezeigt wird. Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass wir in einer Reihe mit so sorgfältig kuratierten Programmen mit dabei sein dürfen und mache natürlich Werbung für alle Filme, kann aber nur für unseren jetzt spezifisch sprechen. Neubau ist grob gesagt die Geschichte von jemandem, der sich entscheiden muss zwischen seinem Leben, wo er gebraucht wird, als jemand, der Wärme und Nähe spenden kann für seine beiden Großmütter. Oder sich verabschiedet und sozusagen dem den Rücken kehrt mit einem Leben in der Stadt. So ganz grob gesagt, es ist der Grundkonflikt. Ich würde ein bisschen abstrakter sagen, der Film dreht sich darum, die Frage zu verschieben von wer bin ich oder als was zeige ich mich. Oder was ist mein Coming-out sozusagen? Die Coming-out-Frage ist eigentlich nicht mehr, wer bin ich, sondern wer will ich mit anderen sein? Und das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Der vor allem Tyki Royal, der Drehbuchautor, der auch die Hauptrolle spielt, und ich als quasi Grundfrage, von der aus wir das Projekt entwickelt haben. Wie Sie sehen können, ist in dem Film sind viele Spuren von diesem wer will ich mit anderen sein, also die vielen spielen eine Rolle, wie sowieso, wie sich ist ja mein erster Film, aber noch viel radikaler als im Theater, habe ich erlebt, dass Film die Kunst der vielen ist. Genau, ich wollte eigentlich viel kürzer sprechen, jetzt habe ich doch schon wieder so lange gesprochen, ich will einfach nur sagen, kommt ins Publikum, schaut es euch an und vielen Dank für den Mut, in dieser Situation trotzdem in die Kinos zu gehen und uns, die FilmemacherInnen sowie die FestivalmacherInnen, zu unterstützen. Und ich freue mich auf das Q&A, das im Anschluss über Zoom live stattfinden wird.